Hey und ho und so, ihr seht natürlich ich an meinem Inventar, ich habe es nicht geschafft. Boing, ne? Gesagt, getan. Letzte Folge ja sehr weit weg gewesen, versucht per Pedis nach Hause zu finden. Hat aber wirklich nicht geklappt, wurde von einem Creeper überrascht. Gerade als ich im Inventar irgendwas nachguckte, da kommt auch schon wieder einer entgegen. Jetzt bitte nicht, denn dann müsste ich die ganze Strecke nochmal fahren. Komm. Ich habe keine Waffen dabei, ich habe gar nichts dabei. Ich muss jetzt unbedingt meinen Brutpunkt neu setzen, sonst hat das keinen Sinn. So, Waffe. Ich brauche auf jeden Fall auch eine Waffe. Egal was, so damit ich mich verteidigen kann im Ernstfall, falls jetzt die Zombies kommen und meine Tür einbrechen. Puh. Also wie gesagt, letzte Folge war ich ganz weit weg. Das ist echt ziemlich weit gewesen. Ich bin jetzt mit, hatte mein Boot da ja stehen, bin dann jetzt meinen Brutpunkt. Ah, Monster sind hier bei. Es macht doch keinen Quatsch mit mir hier. Ich will jetzt nicht kämpfen. Ja, das kommt auch nur, wenn das Bett direkt an der Wand steht. Glaube ich. Habe ich mal irgendwie vernommen. Ja, ich war einen ganzen Tag unterwegs. Bin wie gesagt ums Leben gekommen. Droppte wieder im NPC-Dorf. Hab mich hingelegt. Bin dann am nächsten Morgen gleich aufgebrochen. Geht nicht. Mist, Mist, Mist. Und einen ganzen Tag, eine ganze, ja, bis jetzt hier praktisch durchgefahren. Erstaunlich, dass ich es gefunden habe. Bin mal irgendwie an der Küste lang. Hat geklappt. Komisch, ne? Aber gut. So, hier muss ich aufpassen. Spinnen sind hier noch. Ein paar Sachen verloren. Hier mein Silberschwert zum Beispiel. Das ist jetzt aufgegangen. Da ist er. So, einmal. Vielleicht klappt das ja schon. Ne, Monster sind hier bei, ne? Erstmal heilen. Uns treibt hier jetzt nichts. Hat ja keine Eile. Obwohl ich möchte schon schlafen. Noch. Lass mal gucken. Der droppt da immer im. Quatsch, der spawnt da immer im. Oh, Gott sei Dank. Im Gehege. Das finde ich ja jetzt nicht so gut von dem, ne? So, aber hier waren noch mehr Spinnen. Auf dem Dach habe ich da vorhin auch noch eine Spinne gesehen. Ja, okay, scheint sich aber erledigt zu haben. Gut, dann werde ich jetzt mal eben kurz ein paar Sachen holen. Ich möchte das Haus ausbauen. Es ist ein bisschen schade, dass der Dschungel und so, der ist ja sehr weit weg ist. Oder ich müsste noch mal in ein paar Sondersitzungen den Weg genauer erkunden, ne? Ist natürlich auch so, dass ich im Moment echt nicht so einen Plan habe, wo das war. Müsste ich nochmal vielleicht mit Koordinaten abchecken und all solche Geschichten. Kann man mal machen. Vielleicht irgendwie da noch was, so ein Piratenstadt oder keine Ahnung, sowas in der Art, so. Wo ist denn mein komisches, fieses. Habe ich das Gammelfleisch etwa hier drin? Git, 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 git. Gib mir Wood. Dann gib mir Werkzeug. Ich habe überhaupt kein Werkzeug mehr. Ist alles futsch. Nein, 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 nein. Ich mag das nicht. Ich finde das doof. Ja, ich muss noch ein paar Werkzeuge machen hier. Oh, Fackeln, wir haben alles verloren, Bogen, Pfeile, alles ist weg.
Ja, es war total weit weg vom Dorf schon. Ich war, glaube ich, schon fast zu Hause. Da hat mich das erwischt, ne? Na gut, da können wir jetzt nichts machen. Was soll's? Ja, was soll's? Ach so, eine Axt mal. Und eine Schippe. So, und dann machen wir auch noch ein paar Fackeln. Jetzt nehme ich aber nicht ein ganzes Deck mit. Nur so ein paar erstmal. So. Sowas in der Art habe ich mir vorgestellt. So ein bisschen Koppelsteine dabei, alles klar. Wunderbar. Hier können wir uns ja auch schon mal einen Bogen wiederherstellen. Das geht doch auch. Mops, da brauchen wir hier ein bisschen Faden. 1, 2, 3. Ja, keine Pfeile. Ja, da gehe ich zu meiner Skelettfalle rüber und dann. Ach, was. Dann hat sich das ruckzuck. Aber das mache ich nicht jetzt. Das ist jetzt belanglos. Da machen wir einem andermal oder alleine so ein bisschen leveln. Ich habe gar keine Level mehr jetzt inzwischen, ne? Dramatisch. Ich gehe aufs Dach. Oh, geh doch mal da hoch. So. Jetzt werden die Ecken. Schon mal verschönert. Wie hoch muss das denn sein? Da muss noch was drauf. Schon mal die Ecken hinstellen. Das ist hier. Wo ist denn das? Also hier muss ja noch was eine drauf, ne? Wie gesagt, vielleicht könnte ich hier den Balkon machen, so auf das ganze Gehege. Ja. Auf jeden Fall muss. Hier muss richtig hoch zugemacht werden. Das ist der erste Schritt hier. Moment. Ups. Ja, zu den NPC-Dörfern kann man nur sagen, dass die eben auch nur noch einfach. Die sind noch in der Entwicklung, ne? Und da weiß ich nicht, was da noch so alles kommt. Schrauben da immer was dran rum. Ob es nun wirklich mal ganz toll wird. Wozu man es dann benötigt, keine Ahnung. Ja. Hier haben wir doch das schon mal. Ja, da müssen wir auf der. Diese ganzen Slabs müssen erstmal weg. Ach, ich habe immer noch nicht rausbekommen, wie man die Slabs denn jetzt so richtig setzt. Man kommt ja zu nix. Da soll natürlich Wand hin. Aber mal von unten gucken, wie das dann aussehen könnte. Hopp. Oh, Knie, ne? Ja, du guckst auch mal schön zu, ne? Ah, so habe ich das gemacht, ja. Noch von diesen normalen Brettern da einziehen. Auch keine schlechte Idee. Ja. Man könnte doch praktisch, fällt mir gerade so auf, man könnte doch, um den Zombies in die Quere zu kommen,
auch noch einen Pisten vor die Tür bauen, oder? Dass da auch noch so eine Sperre ist, die man dann nachts ausfährt. Und dann ist es doch sicher. Es kann auch einfach so ein Stein sein. Dann ist das doch dann zu, oder? Ich glaube, das ist auch nur so eine Idee. Muss ich unten nochmal die ganzen Kabel umlegen, glaube ich. Aber es könnte auf jeden Fall möglich sein. Gar keine schlechte Idee, ne? Achso, hier könnte der Balkon hin. Aber gut, machen wir erstmal den Klotz da drauf. Bauen wir auch noch so ein bisschen Holz nach. Da wollte ich doch hier die... Moment. Die beiden mittleren, die kommen dann erstmal immer wieder weg. So. In den, da könnte dann Koppelstein rein. Ja. Ja. Uah, hallo. Aufpassen. Hier auch schön zu. Da wieder normales Holz. Da auch. Machen wir ein bisschen doppelte Arbeit. Man sollte das vielleicht sich vorher mal genauer angucken, wie man das bauen möchte. Ah, guck mal hier, was hier alles rumliegt. Die Hühner und alles. Da liegt noch Holz. So verschwenderisch wollen wir nicht umgehen hier. Ja, und natürlich sollten wir hier auch überall noch Zäune machen. Das ist das ganze Bereich können wir dann zumachen. Abends. Ne? Das wäre doch was. Und beleuchten? Und da müssen wir doch eigentlich sicher sein. Oha. Es sei denn vor Beschuss. Pfeilbeschuss. Aber gut, das werden wir wohl hinkriegen. Ah, das sieht schon ganz, ganz prächtig aus hier. Ein bisschen schaffe ich noch. Machen wir hier noch ein bisschen die Seitenteile rein. Die Seitenteile. Ja, hier kommt dann schon auch noch, das geht auch noch um. Da habe ich jetzt so eine Vorstellung. Weg damit. Gut. Plop, plop. So, hier. Machen wir hier einen Balkon. Irgendwie. Stimmt das denn? Ja, und dann noch einen normalen Rohholz drauf. Das ist nicht verkehrt. Ja. Kann sich da schon langsam was drunter vorstellen, ne? Ich denke mal hier so oben zu. Ich komm nicht da ran. Brauchen wir eh nicht das Glas da. So. Ach, da bräuchte ich so eine verzauberte Hacke, ne? Damit ich da das Glas nicht zerstöre. Aber das haben wir nicht. Oh, das müssen wir noch machen. Das müssen wir noch ganz unbedingt machen. So einen lustigen Enchantment-Table bauen. Komm, hier mal ein bisschen noch Licht provisorisch. So. Das wird schon ziemlich cool. Hier muss es weitergehen. Hier kommt nämlich eine... Ja, ja. Hier wird das nämlich luftig gemacht alles. Luftiger Bereich. Hier zu, dann praktisch hier auch wieder. Hauen wir die Slabs noch weg.
Und in der nächsten Folge verspreche ich euch, dass ich dann auch weiß, wie man diese Slabs vertikal anbringt. Denn das müssen wir natürlich sofort auch mal ausprobieren, dass wir das so ein bisschen hier so einbauen. Hier ist auch alles Quatsch. Ah, genau, auf der Wand. Sehr gut. Da soll Koppelstein rein. Ups. So, so, so und. So. Noch keine Spinne im Anmarsch. Das ist ja aber sehr erstaunlich. Oh, ich bin auch gar nicht... Ich müsste jetzt mal Feierabend machen. Ich habe ein bisschen Hunger. Ein kleines Hüngerchen plagt mich, ne? Holen wir auch gleich mal Koppelstein noch. Machen wir hier mal zu. Das war's. Koppelstein, Koppelstein. Oh, und als nächstes mache ich auch diese blöde Treppe. Endlich mal so, wie es sich gehört. Nee, das reicht ja nicht hier. Nehmen wir den mit und dann nehmen wir auch einen richtigen Stack noch mit. Holz haben wir, glaube ich, genug. Ach ja, das habe ich inzwischen auch geändert. Ne? Ich habe das ein bisschen raufgehübscht hier. Mit Schildern hier an Licht und den Schalter extra so gebaut, dass wenn der nach oben zeigt, auch dass der Zaun eben oben ist. Das lässt sich gut, kann man sich gut merken, ne? Da musste ich dann einfach einen Reverser einbauen. Da ist ganz einfach gewesen. War genug Platz und alles. Jetzt ist das Zäunchen zu. Aber wie gesagt, man könnte natürlich noch die anderen Zäune ebenfalls... was haben wir denn noch? Wie viele Eingänge haben wir denn noch? Eins, zwei, ne? Da hinten am Kürbisfeld und hier direkt rechts am Haus. Hüngerchen. Gut, dann schlafe ich. Kann ich mich direkt ein bisschen weiterarbeiten. So. Lass mal sehen. Die Ecke ist ja so ein bisschen übertrieben hier, ne? Überall liegen noch Slabs da unten rum von mir. So. Noch ein bisschen bearbeiten hier. Ach. So ist besser. Spinne. Oh, so. Ja, schon relativ spät. Deswegen quatsche ich jetzt nicht ganz so viel. Außerdem muss ich mich konzentrieren. Die beiden Blöcke sind jetzt eigentlich überflüssig. Hier, ach so, da könnte eigentlich ein Balkon drauf. Da ist nämlich dieser Vorsprung. Ah, ich weiß, wie ich das mache. Ich weiß, wie ich das mache. Ah, ja. Hier kommt so eine Art, so eine Pagode oder sowas hin. Machen wir das mal erst so, damit ich das nicht vergesse. Und dann hier kommt... ja, oh, das ist nicht so schön, ne? Was ist denn da drunter? Ist nichts mehr. Da ist Luft. Ah, das gefällt mir aber jetzt nicht so sehr. Probieren wir es mal so. Ja gut, um jemanden zu beschießen, reicht es noch. Ich habe sowieso noch so eine kleine Idee, habe ich schon mal von erzählt. Aber... Da werden wir noch mal in Ruhe drüber reden. So. Irgendwie sowas erstmal hier. Ich habe mal nur so andeutungsweise auch mal...
noch nicht so fertig durchgeplant. Hier noch ein Dach drüber und hier sollte dann wirklich Raum hin. So, erstmal das hier alles fertig machen. Da fehlte noch einer. Hier sowieso. Da auch. Das ist innen, das ist außen, das ist tralala. So, hier auch zu. Hier kommt nämlich dann auch das Treppenhaus hoch. Und das mal alles weg. Auch das doofe Ding endlich weg. Uiuiui. Stabile Sorte genommen, ne? Keine Kosten gescheut. Hier oben den Fensterrahmen dicht. Oh, Fenster. Da fällt mir ein, das wäre wahrscheinlich... Ja, ein paar Fenster habe ich noch, aber ich glaube, da müssen wir mal wieder... müssen wir Sand holen gehen. Das hieße ja wieder irgendwie eine Bootsfahrt unternehmen. So, das auch weg. Ja, schaffe ich auch mal schon mal so. Alles klar. Jetzt renne ich erstmal hier so. Hol mir meinen ganzen Kram, den ich hier habe, runter. Oh, die Slaps sind schon, glaube ich, weg. Ah, komm, ein bisschen leveln. Kann nicht schaden. Ein Level. Ja, toll. Das müssen wir nochmal besser organisieren. Oh, nochmal Tiere schlachten. Alles, apropos Tiere schlachten. Dafür bräuchten wir dann auch welche. So, ihr zwei, ihr könnt euch jetzt mal begatten. Wir gucken auch nicht weiter hin. Das gleiche gilt dann für euch. Du und du. Dann warten wir mal wieder ein bisschen ab. Oh, guck mal, das wird doch schon mal was. Jetzt lass uns doch mal schauen. Finde ich gar nicht schlecht, dass an diesen beiden hier dann dieses Normalholz, Quatsch, diese Holzplanken fehlen. Ja. Kann schon was sein. Vielleicht da so ein bisschen begrünen, ne? Begrünen oben noch. Ach ja, ich weiß schon. Jetzt möchte ich aber erstmal da oben eine Treppe raufbauen. Wie mache ich das? Da führe ich diese Treppe hier einfach weiter. Ja, keine Holztreppen dabei. Doch. Fenster lassen oder Fenster wegmachen? Kann man eigentlich lassen, ne? Das kann man doch eigentlich lassen. So, was ist das denn hier für einer? Und dann kommt das hier so hin und dann haben wir hier ein wunderbarer... Oh, der läuft sich doch sehr bequem. Doch, muss ich schon sagen. Ja, kommt man gut lang. Da kommt man gut lang. Gut, aber hier machen wir zu, die Wand. Ja, vielleicht könnten wir da so Holzstufen reinbauen. Zeig mal her. Dann nehmen wir die hier. Leute, ich mache erstmal Feierabend, ne? Gucken dann in der nächsten Folge, machen wir das weiter hier. Dann kriegen wir unser Haus mal wirklich in den Griff. Ich mache das hier noch eben, was ich da gerade angesprochen hatte. So, so und so. Da haben wir hier solche... Ja, sieht so ein bisschen komisch aus vielleicht, ne? Da, das stimmt einfach hier nicht. Das müsste hier schon so anschließen. So, und den wieder weg. Den auch. Da normalen und hier eine Stufe hin. So. Das ist ein bisschen, ja...
Ist halt für so einen Treppenaufgang vielleicht ganz okay. Hier dann vielleicht ein schönes Fenster rein. Wie haben wir denn die Fenster designt überhaupt? So quadratische Vierer. Okay. Ja, machen wir das oben auch. Aber in der nächsten Folge, ne? Macht's gut, bis dahin. Tschüssi.